Hallo zusammen, willkommen auf Football Surplus zu einer neuen Folge meiner Serie über die WM 2022. Heute würde ich über Argentinien sprechen, eine Mannschaft, die nicht mit der von 2018 zu tun hat, da der Kader und die Startelf heute viel besser sind. Aber Argentinien ist vor allem deshalb ein eiser Anwärter auf den Titel, weil Scaloni einen Kontext geschaffen hat, in dem endlich das Maximum aus Messi herausgeholt werden kann, sodass die dies der Hauptschwerpunkt dieses Videos sein wird. Zunächst werden wir uns mit den Phasen ohne Ball der Argentinier beschäftigen, in denen Messi natürlich nicht der Aktiv ist. Der Mittelstürmer hier, Lautaro Martinez, gleicht dies aber aus, indem er die gegnerischen, sogar die gegnerischen Außenverteidiger bedrängt. Also unter Druck setzt, während der PSG-Spieler vorne im Zentrum steht, wo er, wie wir jetzt sehen werden können, nach Balleroberung zu einer echten Drohung wird. Indem es auf Messi vorne und im Zentrum gespielt wird, stellen die Argentinier sicher, dass sie genügend Zeit haben, um ihren Mannschaftsblock um Messi herum aufzubauen, damit sie in der Lage ist, den Ball zu halten, während er auf ihre Unterstützung wartet, wie hier, wo viele andere Stürmer den Ball schnell zu Lautaro, sicher schnell den Ball zu Lautaro gespielt hätten, während Messi die sogenannte Pausa, auf Spanisch nutzt, wenn er sieht, dass Di Lorenzo auf ihn zukommt, denkt er wahrscheinlich, dass Bonucci auf Lautaro hinauslaufen wird. Also wird Messi wirklich diese Pause machen, um auf Di Lorenzo zu warten und seinen Schwung zu nutzen, um in die andere Richtung zu laufen und ihn so umzuspielen. So werden eben auch Di Maria und De Paul Zeit haben, um den Strafraum zu erreichen. Jetzt. Wenn die gegnerische Mannschaft es jedoch schafft, sich aus diesem guten argentinischen Pressing zu befreien und höher zu stehen, bleibt Messi nicht weniger gefährlich, da Balleroberung erneut ermöglichen kann, den Ball zu halten, während er auf seine Mitspieler wartet, um dieses Mal echte Gegenangriffe durchzuführen, die er manchmal selbst einleiten kann, indem er den Ballträger von hinten überrascht, wie hier. Hier sieht man, dass die anderen drei argentinischen Stürmer sich sofort nach vorne bewegen, ebenso wie ein Mittelfeldspieler. Und es ist nicht Lo Celso, der an diesem Tag als Linksflügel spielte, sondern Rodrigo de Paul, dessen Fähigkeit, Läufe zu wiederholen, für diese Mannschaft wirklich wesentlich ist, da er auf diese Weise die von Messi, ausgleichen kann, auch weil sie benachbarte Zonen besetzen. Genau. Und mit dem Ball kann Argentinien dieses Jahr aber auch lang spielen, nämlich durch Lautaro Martinez, der in diesem Bereich sehr gut ist und deshalb dem sehr guten Julian Alvarez vorgezogen wird, aber auch durch das gute Fußspiel der Verteidiger, insbesondere Romero oder des Torwarts Martinez. Dies sind alle Passmuster eigentlich, die Argentinien regelmäßig anwendet, wie hier. Vor allem diese. Danach könnt ihr die Alchemie der Albiceleste schätzen, da die Marias Lauf auf Messi erlauben wird, in die Mitte, also dass er in die Mitte abgibt und De Paul wird dies wie üblich eigentlich ausgleichen. Eben. Das ist etwas, das wir wirklich offen sehen können. Aber Argentinien ist auch zu kürzerem Ballaufbau fähig, indem es im ersten Drittel des Spielfelds eine Überzahl schafft, wie hier, wo Emiliano Martinez uns wieder einmal zeigt, dass er viel mehr als nur ein Elfmetersitzungstorwart ist, Elfmeterschießen-Torwart ist. Schaut euch nun das Toco y me voy, oder ich spiele und ich gehe, von Ezequiel Palacios genießen, einen Mittelfeldspieler, den ich wirklich sehr mag, obwohl er leider oft verletzt ist.
Ich spiele und spielte mich woanders hin. Genau. Neben Palacios, der die Tatsache ausgleicht, dass die Maria bei dieser Aktion zufällig auf der linken Seite war, steigt auch der rechte Außenverteidiger Nahuel Molina auf. Und zwar nicht auf irgendeine Weise. Als er sieht, dass Bastoni auf Messi zuläuft, rennt er schnell zu dem italienischen Verteidiger und zieht ihn bis zu seinen Strafraum herunter, sodass Messi in seinen Lieblingsbereich, Guardiolas berühmte Zone 14, gelangen kann. Genau. Der Lauf von Molina. Der Abwesenheit eines rechten Flügelspielers im Spiel ist jedoch manchmal geplant, da Scaloni von Zeit zu Zeit nur drei Stürmer aufstellt und Messi weiter nach hinten versetzt, wie hier, wo er im Spotlight von Rodrigo de Paul, dem hervorgehobenen Spieler, erscheint. Dieser will es Messi ermöglichen, den Ball tiefer zu bekommen durch die gelbe Lücke, die sich vergrößert, da de Paul Caicedo mit sich zieht. Achtet mal nur darauf, wie Messi den Eindruck erweckt, nicht am Spiel beteiligt zu sein, indem er nach vorne schaut und umgeht, um die Aufmerksamkeit seines direkten Gegenspielers nicht zu erregen. Und jetzt gibt er ab. Beachtet nun seinen maskierten Pass auf De Paul. Seine Körperhaltung und die Ausrichtung seines Kopfes deuten darauf hin, dass er den Ball auf die linke Seite weiterleiten wird, so dass Caicedo sich ein wenig zu dieser Seite neigt, was den Pass auf der Paul ermöglicht und Messi wird nochmals vor dem Strafraum den Ball bekommen werden können. Genau in dieser Zone genannte Zone 4-10. Gegen einen niedrigen Block übernimmt Messi gerne die Kontrolle über das Spiel, als wäre er wirklich dieser Spielmacher, was er eigentlich ist, indem er abgibt, so dass wenn kein Rechtsaußen zur Verfügung steht, der Rechtsaußen für Breite sorgen muss. Also der Rechtsverteidiger hier, jedoch der Uruguayer über eine Fünfer Abwehrkette verfügte, konnte ihr linker Außenverteidiger gut dafür sorgen, weshalb es wichtig ist, Läufe in die Tiefe zu machen, damit die gegnerische Verteidiger enger zusammenrücken. Ich überlasse es euch, Rodrigo de Paul ein Kontaktballspiel in diesem engen Raum zu genießen. Genau, ein Kontaktballspiel. Und indem er nach seinem Pass direkt nach vorne geht, zwingt der Atletico de Madrid Spieler den uruguayischen Verteidiger, also der Außen, der Linksaußenverteidiger in die Mitte zu kommen und macht so Molina frei. Also Molina ist eben der Rechtsverteidiger, genau, der Rechtsaußen Argentiniens, der später von Messi gefunden werden kann. Also das ist auch etwas, was man bei Argentinien recht häufig finden könnte. Genau, und jetzt ist er frei. Das war's dann so für La Scaloneta, wie sie genannt wird. Eine sehr vielseitige Mannschaft, die sowohl hoch pressen kann, als auch bei Kontern oder durch Kurz- sowie Langspiel gefährlich sein kann. Aber es ist auch vor allem ein Umfeld, das sehr gut zu Messi passt, wie wir gesehen haben. Und wenn Messi die Möglichkeit hat, also maximal zu glänzen, sollte man sie also als ein WM-Favorit betrachten. Ansonsten ist es für mich schon alles zu gering, nicht meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine ähnlichen Inhalte verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like zu geben, es mir in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußball-Nerd zu teilen. Das würde mir wirklich sehr helfen, mehr, also sicher mehr als du denkst. Ciao, ciao!